Hier schon wieder. Na? Wir sind ins Sukkulentenhaus geflüchtet, weil ihr habt es wahrscheinlich mittlerweile mitbekommen. Draußen regnet es, draußen stürmt. Es ist schon nicht mehr Herbst, es ist schon fast Winter. Also wir sind in dieser ekligen Übergangszeit. Sowas, was wir thermophilen Leute natürlich überhaupt gar nicht gerne haben. Deswegen suchen wir hier Zuflucht und ihr seht schon, euer gutes altes Sukkulentenhaus, das wirkt merkwürdig grün. Was ist da los? Naja, hier steht jetzt nicht mehr die ganze Zeit die Sonne drauf. Hier ist keine Bullenhitze drin. Hier ist es jetzt wohl temperiert, könnte man gerade noch höflich sagen. Und alles steht gut im Saft. Hier wird gut gegossen. Deswegen ist hier alles grün. So kennen wir viele unserer altbekannten Sukkulenten überhaupt nicht. Und heute geht es auch ein bisschen um die Underdogs, die nicht unbedingt grün sind und die man auf den ersten Blick auch gar nicht erkennt. Ihr kennt das aus den amerikanischen Wüsten, wo Kakteen so stolz in der Landschaft oder so stolz in der Landschaft stehen, sich präsentieren und sofort ins Auge fallen. So kennt man die dickfleischigen Sukkulentengewächse. Aber wir wollen euch ja immer mal noch mal was Neues zeigen und hoffentlich kennt ihr das noch nicht. Und wenn doch, dann seid ihr wahrscheinlich genauso begeistert wie wir. Denn wir bewegen uns ja zumindest gedanklich in eine Region, die liegt zwischen Namibia und Südafrika. Also genauer gesagt teilen sich diese beiden Länder, diese Region. Und das ist ein Gebiet, das ist abgesperrt, das ist überwacht. Da darf man nicht einfach so rein. Warum? Da liegen Diamanten und Uranminen. Ja, und deswegen kommt man ein bisschen näher. Jetzt gibt es Insider-Informationen. Denn auf diesem Gebiet, da darf man auch nicht alleine rein. Also da muss man sich anmelden. Das gehört auch Privatpersonen und dann fährt man da rein. Eine ganz karge, scheinbar vegetationslose Region. Und dort muss man dann wirklich aufpassen, wenn man aus dem Auto steigt, dass man nicht auf eine Landmine tritt. Ja? Jetzt nicht eure herkömmlichen schlimmen Landminen, sondern biologische Landminen. Wenn man da drauf tritt, dann ist das ein Anschlag auf die Biodiversität vor Ort. Und da muss man wirklich höllisch aufpassen. Und worum es sich da genau handelt, das erklärt euch Schwert jetzt näher. Deswegen würde ich vorschlagen, schlagen wir uns mal ab ins Trockene. Willkommen im Sukkulentenhaus hier im alten Botanischen Garten. Ihr kennt es schon. Sukkulenten, die wasserspeichernden Pflanzen aus den Wüsten dieser Welt. Wüsten gibt es in Amerika, das ist da drüben. Im Westen ist die amerikanische Seite mit den Kakteen, mit den Agaven, mit den Bromelien. Hier sind die Wüsten Afrikas mit den Wolfsmilchgewächsen. Und die wollen wir euch heute aber nicht zeigen. Wir wollen euch Mittagsblumengewächse zeigen. Das ist eine Pflanzenfamilie, die in Südafrika und Namibia mit insgesamt 2.500 Arten vorkommt. Und es gibt verschiedene. Aber die coolste Gattung dieser Mittagsblumengewächse, sie heißen so, weil sie sich wirklich nur mittags öffnen, die coolste Gattung sind die Lithopse, die lebenden Steine. Da haben wir hier auch ein paar in dieser Vitrine, aber die meisten haben wir hinter den Kulissen in einem Schatzkästchen und da nehmen wir euch jetzt mit hin. Ja, das ist ein Anzuchtgewächshaus, ein Sammlungsgewächshaus, wo ihr normalerweise leider nicht rein könnt, denn diese kleinen Pflanzen wachsen sehr langsam und verschwinden sehr schnell in der Jackentasche. Und, aber wir können sie euch im Film zeigen, die Mittagsblumengewächse. Wie ihr habt schon gehört, wir sind in Südafrika und in den heißesten Steinwüsten, die man sich denken kann. Und tatsächlich habe ich zu Hause gefunden etwas ganz, ganz Schönes, über das ich mich sehr freue. In dieses Heftchen habe ich 1994 meine Sammeldaten reingeschrieben. Da war ich da nämlich einmal. Das war ein großes Glück. Leider nur 14 Tage, viel zu kurz. Aber da durfte ich die Wüste mal erleben. Steinwüste. Wahnsinnig heiß, nie ein Tropfen Wasser, man kann es sich gar nicht vorstellen. Es regnet 14 Tage im Jahr oder 3 Wochen und zwar nur ungefähr ein Drittel von dem, was hier an Regen fällt. Also 100 oder 50, 150 Milliliter. Das ist auf 14 Tage verteilt und die anderen 11 Monate rösten diese Pflanzen Tag für Tag bei 40 Grad in gleißender Sonne ohne einen Tropfen Regen und überleben das. Und wenn, ja, wenn es ihnen richtig gut geht, in der Regenzeit blühen sie dann, dann werden sie auch bestäubt, dann gibt es auch die Samen. Und ja, faszinierend, die coolste Gattung von den Mittagsblumengewächsen sind eben die, ach, ich darf wieder nicht so grob, dann sagen die Leute wieder, der fasst die so an. Aber die fassen sich wirklich super an mit dieser strukturierten Oberfläche wie so ein Gehirn. Da sitzen also eingelassen in die Steine, das sind manchmal Quarzfelder, Granitfelder, manchmal sind es Rosenquarzfelder, das ist so cool gewesen. Und da sitzen dann eingelassen in die Steine, sitzen dann diese Pflanzenkörper und gucken nur mit diesem Fenster raus. Licht ist ja im Überfluss vorhanden, also die Fläche, die Sonne aufnimmt, die kann ganz, ganz klein sein. Und das ist schon was ganz Besonderes. Und man läuft dann durch diese Steinwüste, knirsch, knirsch, und läuft eigentlich über Lithopse und es fällt einem gar nicht auf. Die sind dann also in den Steinkieseln super, super gut getarnt.
Ja, und wenige Tage im Jahr sieht es dann so aus. Bei uns ist das Herbst, bis so Oktober, November blühen die Lithopse. Und alle sprechen mich jetzt darauf an, wo kriegt man sowas her und so. Furchtbar einfach. Es gibt zahlreiche Online-Kakteengärtnereien in Deutschland. Die beiden größten sind Hage und Uhlig. Es gibt aber auch noch zig andere tolle. Und da könnt ihr Lithopse für 3-4 Euro das Stück bestellen. Sie brauchen nur in der Pflege drei Dinge. Volle Sonne und volle Sonne. Es gibt keine Kompromisse. Also Ostfenster, Nordfenster, das ist nichts. Also sie sind eben Wüstenpflanzen. Und wenn sie genug Licht haben, dann sehen sie wirklich so aus. Man kann sie also kaufen. Aber wir haben ja noch ein Special. Man kann sie natürlich auch selber aus Samen aussehen. Und das macht wahnsinnig viel Spaß. Hier habe ich ein paar Kinder von zu Hause mitgebracht. Lithopse und andere Gattungen, die sind jetzt 1,5 Jahre alt. Und das ist eine Sache, die super, super niedlich ist. Lithopse selber aus Samen ziehen. Und jetzt haben wir Oktober. Ich würde sagen, im Januar, Februar sehen wir uns hier wieder und dann zeigen wir euch, wie es geht. Und dann habt ihr zu Hause auch Lithopse und könnt dann euch freuen an euren exotischen Pflanzen und denken, das ist ja fast wie im alten Botanischen Garten.